Wir finden es auch gut, weil wir haben das Video uns auch angeguckt, dass nicht unbedingt gestern Mitarbeiter aufgenommen wurden. Das ist eine ganz faire Sache, also deswegen können wir nichts sagen. Ja, das ist natürlich für uns unverhofft gewesen, weil wir natürlich daran interessiert sind, nicht unbedingt die Veranstaltungen stören zu lassen. Ja, aber also, hallo, schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen vor allen Dingen die Mieterin der Kalbi-Straße und ihr habt ein so schönes Transpi gemalt. Großartig. Also, das hier ist ja eine angemeldete Kundgebung. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Frau Paschke, eine Richterin, die gerade die Mieterinnen auch der Calvinstraße gut kennen, aber wir aus dem Bündnis Zwangsräumung verhindern, auch schon aus verschiedenen Prozessen, hat ja hier ein Seminar gegeben, wo wir spontan reingegangen sind und gesagt haben, was wir davon halten, dass die Vermieter jetzt noch einfacher ihr Geld zählen und die Mieter rausschmeißen. Und heute wäre ein zweites Seminar gewesen, zu dem wir jetzt eine Kundgebung angemeldet haben. Die Berliner Polizei hat uns darüber informiert soeben, dass das Seminar verlegt wurde. Das halten wir für einen ersten großen Erfolg. Richtig, man nimmt uns ernst. Den Versuch, Bündnisse aufzubauen, Zwangsräumung zu verhindern. So gibt es jetzt in diesem Wochenende am Samstag in Hamburg eine große Kundgebung, eine Talkshow auf offener Straße, wo auch Leute von hier eingeladen sind. Solidarische Grüße und viel Kraft nach Hamburg. Das Bündnis Zwangsräumung verhindern NRW ruft zur Blockade der Zwangsräumung von Michael P. aus Krefeld auf. Aus dem Blockadeaufruf. Unsere gemeinsame Blockade am Dienstag, 18. Juni, soll die Räumung verhindern, Öffentlichkeit schaffen und die Verantwortlichen unter Druck setzen. Treffpunkt Krefeld Hauptbahnhof. Also wir finden es toll, wenn sich diese Aktionsform Zwangsräumung verhindern ausbreitet. Das Bekannte an der Räumung in Krefeld ist auch noch, dass der Hausbesitzer ein ehemaliger Polizeidirektor ist, der auch wie hier Paschke eine gute Verbindung zur Justiz und zu den Behörden hat. Okay, solidarische Grüße auch nach Krefeld.